Hallo, hier ist Thorsten von mobilux.com. Ich freue mich, euch heute das Hands-on des Orbi Wireless Systems von Netgear präsentieren zu können. Die Firma Netgear hat das Orbi-System zur IFA dieses Jahres als Revolution des WLANs dargestellt. Wir sind gespannt, was sich dahinter verbirgt und zeigen euch, was im Lieferumfang des Orbi-Systems enthalten ist. Als erstes einmal eine sehr schicke Verpackung. Dann haben wir hier, nehmen wir den mal raus, das erste Orbi-System. Gucken, ob die Kamera das so einfangen kann. Ich glaube, so ist es lichttechnisch ganz gut. Man sieht hier die Netzwerkschnittstellen, hier Ethernet. Drei Stück als Switch angebracht und eines als WAN und dazu noch ein USB 2.0 Port, dann ein Stromanschluss und ein Knopf Sync und ein Stromknopf. Ja, das ist jetzt mal sehr spannend, aber wie ich finde, das Design des Orbis ist so ganz angenehm. Dann packen wir das mal zur Seite. Dann haben wir hier den zweiten Orbi. Genau gesagt, das scheint jetzt der Satellit, genau das ist der Satellit. Der verfügt ebenfalls über Schnittstellen, wie wir hier sehen können, über USB 2.0, wieder den Stromanschluss und den Sync-Button. Aber im Gegensatz zu dem, zu der Basisstation können wir hier bis zu vier Geräte per RJ45 anschließen. Aber ich muss zugeben, das Design ist durchaus sehr ansprechend, wirkt modern und zeitlos. Hier an der Seite ist noch eine Box. In dieser Box, ja, was ist in dieser Box drin? Gut verpackt. So, ein Orbi Quick Start Guide. Gut, den nehmen wir mal raus. Versuchen ihn rauszunehmen. Okay, das ist also der Guide. Dann haben wir hier ein flaches Netzwerkkabel. Luft. Und ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Hier die Netzteile, wie es scheint. Genau. Also kommen sie direkt mit einem kompakten Netzteil daher. Und das halt in doppelter Ausführung. Nachdem ich jetzt hier ein wenig aufgeräumt habe, können wir sehen, es ist ganz überschaubar, was in dem Lieferumfang des Netgear Orbi enthalten ist. Zum einen die Basisstation, der Satellit, das Netzwerkkabel und zwei von diesen schönen Stromkabeln und ein Quick Starter Guide. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und freue mich auf euer Feedback. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal, sagt euch Thorsten. Ciao.